Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns endlich mal um ein paar Sachen kümmern, wo wir uns schon länger drum kümmern wollten. Ich habe sie mir mal so hier ein bisschen aufskizziert, was wir machen wollen. Also wir wollen ein Filing-Kabinett bauen, wir wollen einen Circuit-Assembler bauen, eine Pumpe, einen Combustion-Generator und, wenn wir noch genügend Zeit haben, einen nicht Fluid Extractor, der ist falsch. Wir wollen den hier bauen. Ein Advanced Chemical Reactor. Genau. Den wollen wir dann als letztes auch noch probieren. Wir brauchen als allererstes, will ich das Filing Kabinett machen, weil dann ist das, ist es schon mal abgehakt. Dafür brauche ich Stahlschrauben. Ich brauche dafür 4 Stahlplatten. Jawohl. Dann Schrauben waren hier. Wo ich jetzt halt leider noch nicht drauf gehe, ist jetzt Polyethylen. Aber das wird auf jeden Fall auch in eins der nächsten Folgen auf jeden Fall kommen. Ich glaube, das war jetzt so, ne? Dann warst du hier. Genau, und 2 Kisten waren nach oben und unten. Die haben wir hier. So, schon Ewigkeiten und 3 Tage ignoriert. Ich bräuchte eigentlich... Ach komm. Das kriegen wir noch hin. Wir bauen noch einen zweiten. Komm. Ich brauche eine Eisenkiste. Das heißt, ich brauche davon schnell 6 Stück. Ich brauche von dir 4 Stück. Die Stahlschrauben sind das Leichte. Ich brauche 3 Kisten. Mal 6 Eisenplatten. Klack. Du da rein. Du da rein. Dann die Eisenchest. Müsste man eigentlich Platz haben, um nochmal eine zu bauen. Zack. Wir haben einen zweiten. So, für was ist der erstmal wichtig? Für Rüstungen wird er auch irgendwann interessant werden. Eigentlich der bessere, aber der ist zu billig. Aber man kann halt da auch mehrere, ne? Also man kann jetzt sagen, okay, ich baue jetzt da meine Rüstung rein. Ich glaube aber, man kann immer nur von einer einzigen Sorte was reinwerfen. Ja, und dann macht es natürlich am meisten Sinn, da was reinzuwerfen. Wovon die Kisten einfach nur proppevoll werden. So, das heißt, wenn ich jetzt so mache, dann sieht man, das geht nicht rein, aber das geht rein. Oh, und ab jetzt brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Jetzt kann ich und sehr schön. So, wir sind auch fleißig dabei, die Bienen immer wieder mal zu machen. Mache ich aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, viel zu selten. Schauen wir mal schnell hin. Ich bin immer wieder beim Erzverarbeiten oder beim Erzbeschaffen. Und ja, da habe ich jetzt, glaube ich, jetzt bei denen habe ich, glaube ich, jetzt zweimal. Ne, bei denen habe ich jetzt zweimal, bei denen, ja doch, wobei ich glaube auch nur zweimal. Also, so viel ist da jetzt noch nicht rausgekommen. So, dann habe ich die Felder habe ich dann schon mal erweitert. Und zwar, ich habe den Boden noch erweitert. Ich habe jetzt hier noch Karotten hingepflanzt und hier Sugarcane. Dass wir das auch mal haben. Kartoffeln bin ich noch gerade beim Überlegen. Aber ich habe da mittlerweile eigentlich fast schon Abstand gewonnen. Und ich brauche noch ein zweites Feld, so ein Doppelfeld für hier. Da werde ich hier die Kartoffeln hinmachen. Denn die Kartoffeln haben ein Problem bei IC2. Also wenn ich das nicht voll automatisiere. Und wie das geht, muss ich auch schon rausfinden. Das wird dann spannend. Aber die haben ja sozusagen, ich glaube, die Kartoffeln haben 4 Wachstumsphasen.
Und wenn ich bei der dritten das ernte, dann bekomme ich Kartoffeln raus. Wenn ich das bei der vierten ernte, bekomme ich diese vergifteten oder diese poisoned oder wie sie auch wieder heißen, Potatoes. Und die kann ich ja für die Küche nicht gebrauchen. Mache ich also ein Doppelfeld, habe ich ja auch auf jeden Fall immer wieder mal die Möglichkeit, dass ich diese anderen kriege. Ich werde auf jeden Fall ein Feld drüben freihalten, damit ich die auch explizit mitzüchten kann. Weil, wie gesagt, das Zeug wächst ja auch, wenn ich nicht da bin. Ja, dann habe ich immer ein komplettes Feld und dann gehst du hin, machst du das und dann musst du irgendwas anders machen und dann denkst du nicht mehr dran und dann hast du wieder so ein Feld. Und nee. Also kann sein, dass dann beides draus wird. So, okay, Filing-Kabinett haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir können ab jetzt ja, das kann ich jetzt überlegen. Wo packe ich denn dich hin? Immer wieder mal hier rein. Ah, aber ich möchte dich eigentlich als Polyethylen-Variante dann haben. Ah, geh mal hier rein. Dann förme dich auch damit hin. Genau. So. Das ist gut. Da kannst du nämlich weg. So, ich bin jetzt der Meinung, das da ist klar. Also das müsste aber schnell gehen. Aber das hier dauert auf jeden Fall länger. Wenn wir brauchen Good Circuits, wir brauchen zwei Stück davon. Wir brauchen auf jeden Fall eine Mitte. Wir brauchen einen Roboterarm. Wir brauchen Konvoiermodule. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt von dir auf jeden Fall schon mal 12 Stück. Und hau dich schon mal hier rein. Dann haben wir auf jeden Fall. Genau, dafür brauche ich jetzt 4 Motoren. Ich hoffe, dass mir die Motoren reichen. Bin aber nicht sicher. So, Konvoiermodule habe ich schon mal 2. Dann brauche ich jetzt das bessere Circuit Board. Oh, die habe ich noch nicht, aber die habe ich schon mal in den reingeballert. In die Bending bitte nicht, in die Wire Mill. Ich werde immer nur genau die Anzahl an Circuits Boards machen, die ich auch brauche. Denn wir möchten ja das da irgendwann auch so herstellen. Ich brauche Sodium-Persulfat. Alles klar. Ja. Das macht man mit Sulfuric Acid über Sodiumhydroxid. Das habe ich schon ein bisschen hergestellt, weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht die ganze Zeit das da und das da herstellen. Dafür brauche ich Supertanks. Und dafür brauchen wir Poly. Müssen wir erst Plastik herstellen, da geht es auch. Oh, wir haben noch keinen. So, dann 1, 2. Dann habe ich schon mal das. Jetzt fehlen mir noch die Circuits. Mir fehlt noch das Copper Wire. So, Copper Wire, das ist das kleinste Problem. Die Circuits sind auch keins, weil ich habe gesagt, ich bereite welche vor. Habe ich gemacht. Jetzt brauchen wir noch die Dioden. Die habe ich natürlich nicht vorbereitet. Bilim. Was auch immer da als Bilim gemacht hat. Nicht mehr Pille machen. Das heißt, wir brauchen analytische. Achso, ja. Ja, wir brauchen Poly. Unbedingt. So, wir schauen hier nach. Genau, Molten Glass, Gallium Arsenid Dust. Ja,
hat deswegen auch hier der Boden gerade offen, wenn man sich wundern sollte. Ich habe hier nämlich meine Eimer drin. Habe hier nämlich auch ein Rezept rein. Genau, das Fackelrezept. Und zwar die hier. Ich mache momentan mein Arsenik das nämlich so. Denn ich habe dafür zu wenig und dass ich jetzt, das ist soweit, ja, da komme ich vielleicht, wenn ich jetzt dann Urlaub haben sollte oder Urlaub habe, nein, ich habe nicht sollte, sondern Urlaub habe, werde ich vielleicht die nötige Zeit aufbringen, dass ich auch da mehr machen kann. Aber es momentan halt immer noch ein bisschen, ja. Das Lustige ist, wenn ihr das Video seht, ist, glaube ich, mein Urlaub fast schon rum. Das ist noch viel schlimmer. Ja. Aber es wird ja jetzt dann auch die Basis gelegt, dass wir dann regelmäßig dann auch Videos haben. Da könnt ihr euch nämlich auch drauf freuen. So, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Motoren. Das heißt, ich muss Eisenstangen herstellen. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal hier 16. Dann machen wir hier 8. Darf der Extruder ein bisschen laufen? So, und wir schlafen eine Runde. Dann haben wir ja auch genügend Copperwire mir uns gemacht, dass man da auch was machen kann. Ah, schaut mal, ich habe sogar jetzt richtig viel hier drin. Und das da Zündkabel müsste ich eventuell auch noch mehr herstellen. Ach ja, und hier stehen momentan die Kisten rum. Also das ist sozusagen alles, was dann eigentlich irgendwann gebrannt oder gemixt werden kann. Das ist es entweder oder. Ich kann es weiterverarbeiten, aber macht mehr Sinn, dass ich es eigentlich gleich verarbeite. Das müsste es sein. Elektrolyse. Nein, das ist Zentrifuge. Gut, dann ist das Elektrolyse. Ja. Mika, genau, das ist alles Zentrifuge, Elektrolyse habe ich noch gar nichts drin. Genau. Und da ist momentan eben was überall rauskommt, wird dann da reingeschmissen. Und ich muss auf jeden Fall, habe ich festgestellt, Redstone herstellen wie ein Kranker. Und so, Redstone braucht man richtig viel jetzt demnächst. Ja, da haben wir jetzt genügend Tin Dust. Das Schlimme ist wirklich für mich, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich den Dust verarbeiten soll. Aber wenn ich jetzt ganz, ich weiß es ganz genau, ich tue jetzt den Tin Dust brennen. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Und dann dauert das keine 3 Stunden, bis ich irgendwas in der Hand habe, wo ich sage, verdammt, da hättest du es den Tin das gebrauchen können oder den das, wo ich jetzt gerade verarbeitet habe. Ja, darum werde ich den auf jeden Fall auch immer aufheben, da hinten. Und erst wenn er überquillt, also wie jetzt momentan, ja, da habe ich jetzt einen Stack da. Wenn ich den dann verarbeitet habe, also das alles, was jetzt dann da über ist, wird dann immer schön weiterverarbeitet. Genau. So, wir schauen mal, wie weit unser Extruder ist. Wir haben 48 Stück. Ja, und wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt. Das ist mir jetzt mittlerweile, ich muss hochskalieren, wie es jetzt so schön einmal heißt. Weil wir brauchen das Zeug. Ich muss auf jeden Fall auch noch eine Pumpe herstellen.
Das heißt, ich brauche noch eine Bronze Fluid Pipe. Das kann man auch schon mal alles vorbereiten. Als hierhin. Eine Bronze Fluid Pipe, eine Bronze Fluid Pipe und dann braucht man noch eine Pumpe und dafür braucht man eine Large. Also 16. Und ich brauche 18. Jetzt wird es dann peinlich, falls es nicht aufgeht. Was hat er jetzt gerade so lange gemacht? Überlegt, ob es essen soll? Ja, habe ich. Okay, also eine Bronze stellen wir jetzt eigentlichermaßen her. Dann hat der aufgehört zu brummen. Dann heißt es, wir können da auf jeden Fall ein paar herstellen. Wie mir gesagt, wir machen 8 Stück. Das war jetzt bestimmt wieder zu viel. Jetzt habe ich dann bestimmt gleich kein Zinnkabel mehr. Ja, mein Problem ist jetzt, es ist hier Hydrogengas drin. Ich krieg's nicht weg. Ich krieg das Zeug momentan nicht weg da. Wir gehen immer mehr Zellen aus. Ach ja, ich habe hier mal den Raum angefangen. Dann habe ich mir jetzt einfach mal, da habe ich mir jetzt einfach mal die Erlaubnis von mir geholt und mache das. Man sieht es hier, ne? Hydrogengas. Ich habe hier schon 20 Zellen drin. Da könnte ich noch was machen. Ah, wir machen noch was. Weiter. So, und zwar, dafür brauchen wir Double Steel Plate. Wir brauchen Bronze Ring. Ich brauche dazu nichts. Also, Double Steel Plate. Die geht, glaube ich, erst in der nächsten, ne? Ja. Das heißt, ich habe jetzt dann... Was habe ich gesagt? Ich brauche 4. Dann hau mal raus. Und was brauche ich noch? Bronze Ring. Ja, super. So viel zu. Die Bronze könnte reichen. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall Normal und ich brauche Large, habe ich gesagt. Dann machen wir zuerst mal die Large. Davon brauche ich 2. Super, ich mache natürlich die Normal. Okay. Und dann brauche ich Ring. Kriege ich jetzt raus? 4? Ja, dann machen wir 2 davon. Einer davon machen wir 3. So, dann hauen wir nochmal Normal Pipe rein. Dann kriege ich da noch eine dritte. So, dankeschön. Wir haben jetzt, glaube ich, alles. Das ist Large, das ist Normal. Jawohl. Quest complete, Tier 1. Ja, habe ich nie gebraucht. War ich viel zu wenig mit der Schmelzearbeit. Dafür haben wir jetzt hier drin 1440. Gut, dann habe ich jetzt auf jeden Fall meine Stahlplatten. Die kommen jetzt dann hier hin. Und ich brauche dafür einen Circuit 1. Ups, da lang. Da kommst du da rein und da rein. Da habe ich sogar noch einen Ring übrig. Das heißt, ich könnte sogar noch eine Zelle bauen. Oder? Ich brauche nicht nachdenken. Mache ich einfach. So. Haben wir da schon mal 2? Quest. Ich brauche 4. Ja, das ist doch super. Hätte ich das nochmal vorher mir mal angeguckt, ne?
erfreust du dich, dass du sagst, ja, na komm, da machst jetzt mal einen mehr, das dann halten die Ringe das schon aus oder ja, nein. Brauchst du drei Minuten später erledigt. Zu wenig. Es wird auf jeden Fall, wenn das alles so läuft, wie ich es momentan so im Hinterköpfchen habe, wird es auf jeden Fall interessant, weil das ist ja das, was man irgendwann alles vollautomatisch laufen soll. Ja, und sobald ich sowieso AI habe, wird es ja sowieso interessant. So, ich darf nicht vergessen, dass ich noch diese komischen Teile hier brauche, ne? So. Danke. Und das war, soweit ich weiß, 11V. Jawohl, da oben. Und die claim ich mir gleich, weil dann kriege ich nämlich nochmal 4. Hat einen ganz einfachen Grund. Zack, 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 zack. So. Da habe ich 4 Zellen da reingeschmissen. Ja. Da habe ich sogar wieder einen rausbekommen. Es kann sogar irgendwann sein, dass dann das sozusagen die Quelle für die hier wird. Wenn ich dann mit kleinen Zellen mehr arbeiten will, weil wie gesagt, hier kriege ich schon mal 8 rein. Also auf jeden Fall Transport von Öl. War glaube ich gar nicht mehr so schlecht, dass ich das gerade gemacht habe. Da habe ich nämlich gar nicht erstmal dran gedacht. Genau. So, also, dann haben wir jetzt schon mal das. Jetzt möchte Drag die Dinger da haben, die Dioden. Gallium Arsenid. So, du kommst hier rein. Du brauchst den Circuit Nummer 4. Und ich glaube, ich bekomme da leider mit Glas nur 2 Stück raus. Ich glaube auch, ich brauche pro Circuit, glaube ich, einen, ne? Yep. Gut, dann kommst du jetzt da rein, dann hast du jetzt nur den, dann brauche ich von dir jetzt 1, 2, 3, 4. Dann kommst du hier rein. Und dann brauchst du Kupfer, ne? Weil mit, ist glaube ich, geht nicht besser mit Molten Glas, oder? Geht jetzt nur mit Molten Polyethylen mehr. Ah, nein. Obacht geben, ich darf kein. Doch, Fine Copper Wire. Hä? Ach so, ein Wafer. Gut. Davon jetzt 8 Stück. Der braucht jetzt eine Minute. Okay. 1000 Sachen, die wo ich auch noch abgeben kann. In der Zeit bauen wir mal. Schauen wir mal und bauen wir mal. Ich brauche ja für. Für den Circuit Assembler brauche ich die 2 Circuits. Da sind wir gerade dabei. Das da habe ich schon. Ich brauche jetzt noch den Roboterarm. Das heißt, ich brauche noch Stahlrods. Hab ich noch welche? Gut.
Dann brauche ich auf jeden Fall noch drei Stahlplatten. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch ein kleines Gear, außer ich habe es noch drin liegen. Nein. Auch noch mal vier davon. Dann heißt das, ich muss jetzt dahin gehen. Machen wir gleich mal vier Stück. Dann haben wir, also Hammer, 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 Hammer. So, das heißt, ich brauche jetzt. Genau, deswegen habe ich auch die Zellen gebaut. Du wirst warum? Denn ich muss das Zeug da rauskriegen. Wie gesagt, wird erst interessant. Wenn. Das sind die, die wohl schon voll sind, ne? Gott, jetzt habe ich alle. Gut, dann haben wir jetzt noch drei. Aber ich würde mir noch meine Zellen. So, denn ich brauche jetzt davon was. 63. Und aus der Kiste 7. Soll er laufen? Dann schauen wir mal, kann man schlafen? Ja, wie immer. Ich brauche nicht mal hochgucken. Ich muss auch mal gucken, dass ich jetzt meinen Bogen demnächst, oder meine Armbrust demnächst mal verbessere. Vor allem, wir müssen ja, wenn wir mit Soundcraft weiterkommen wollen, müssen wir ja den Lich besiegen. Und den Lich brauche ich nicht mit einem Bogen an, mit einer Armbrust angreifen. Wieso sage ich immer Bogen? Mit einer Armbrust angreifen, die ungefähr nach dem halben Turm platt ist. Und da sieht da der Lich ja auch sozusagen rapiert wurde, statt repariert. Schönes Wortspiel. Mir gefällt's. Habe ich halt das Problem, dass ich da halt auch richtig viel brauche. Ah, ja. Ja. Wieder rein. So, wir haben 14 Stück drin. Wir haben 14 Stück drin. Mach mal. Gut. Mach das auch. Also, ich brauche noch die Platte. Aua. Was braucht man noch? Die Rods. Ich brauche nur noch den Motor. Das ist das Einfachste gewesen. Am besten habe ich. Nein, da habe ich keine drin. Kann ich mich nicht mal selbst vorfeigen. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt nämlich den da. Brauche ich nochmal zwei Motoren. Das heißt, du kommst rein. Das heißt, das da, das da. Ich brauche einen Circuit. Die Kabel werden gerade gemacht. Die Rods sind hier. Haben wir davon drei. So, und jetzt kommt ein neues Element dazu. Das haben wir da bis jetzt noch nicht. Eigentlich müsste ich gleich davon zwei bauen. Aber dann werden wir die Circuits ausgehen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Brass. Brass, Brass, Brass. Brass kommt in den Mixer. Und dann
ist es das, was wir eventuell öfters brauchen könnten. Also kommt es auch in meinen Mixer- oder Dust-Bereich rein. Das heißt, wir brauchen einmal Zink und dreimal Kupfer. Und wie viel bekommen wir raus? Mit Circuit 1, 4 Stück. Einmal Zink und dreimal Kupfer. Der Mixer ist hinten. So, dann kommst du jetzt rein mit der 1, dann das und das. Schon durch. Ich brauche 4 Rods, das heißt, ich brauche auf jeden Fall 2 davon. Also schmelzen wir gleich alle durch. Sonst hätten die Ingot-Kiste. Und so verschwinden die Circuits, einer nach dem anderen. Und ich brauche, und das Schlimme ist, ich brauche ja noch 9 Stück. Ah, ich habe aber 6 Stück drin. Gut. Nein, ich brauche nur 6 Stück. Stimmt. Die habe ich schon implementiert. Okay, also das heißt, du kommst raus. Das heißt, du kommst dahin. Du kommst dahin. Was brauche ich noch? Ich brauche noch einen Zertusquarz und 2 Zinnkabel. Ein Zertusquarz wird jetzt wohl hoffentlich hier drin sein. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch mal einen Press. Mit Rods und Go. Und jetzt wird es danach ja hoffentlich alles wegen billiger. Jetzt muss ich dann erstmal gucken, ob ich hier eventuell eine Maschine rausschmeiß. Place, Wire Mill, Bending, Polarizer. Ein Fluid Extractor, der wo da unten drin ist, der wird, glaube ich, umgesiedelt. So, du kommst erstmal da rein. Fluid Extractor, der kommt jetzt halt momentan wieder hinten hin. Dann sage ich ja, ich muss da unbedingt jetzt dann weiter kommen. So, dann brauche ich auf jeden Fall einen von dir. Da bin ich mir jetzt auch schon sicher. Dann brauche ich jetzt Dioden. 4 Stück. So, dann haben wir hier noch die da und die da. Jawohl, dann haben wir auch den Emitter. Haben wir es zum ersten Mal gebraucht. So, du kommst hier hin, du kommst hier hin. Davon kommen die 2, glaube ich, jetzt hier hin. Nee, du kommst da nicht hin. Oh, das ist... Sieh, ging das vorher auch schon? Ach, das ist ja genial. Brauche ich nicht gar nicht die ganze Zeit das reingehen. Genau, die kommen nach unten. Kommst dahin und dahin. Das heißt, ich brauche jetzt davon 2 Stück. Danke. Dann kommst du hier hin. Und dann brauche ich noch meine 2 Konvoier. Die sind da. Ich komme dahin und ich habe meinen Basic Circuit Assembler. So, das heißt eigentlich, wenn jetzt eigentlich richtig viel richtig gelaufen ist, ist jetzt der hier überflüssig. Ja, weil ich kann jetzt hier meine Rezepte reinschauen und jetzt kann ich sagen, das da im Circuit Assembler. Ja, ich kann das jetzt machen mit Soldering Alloy.
mit Molten Tin. Soldering Alloy ist das bessere. Und ich glaube, den kann ich auch schon verflüssigen. Genau, das ist LV. Dafür brauche ich jetzt nur noch Vacuum Tubes. Ich brauche Resistor oder SMDs. Und Red Alloy Wire. Was brauche ich da drüben? Davon zwei. Red Alloy Wire brauche ich sozusagen isoliert. Die Isolierung kann ich mir jetzt. Brauche ich die isoliert? Ich glaube nein. Genau. Die brauche ich nicht mehr isoliert. Das heißt, da kann ich die Isolierung sogar runterbrennen. Ja, 2, 2, 2, 1. 2, 2. Also da ist es einer weniger, der Stahl ist weg. Genau. Das ist doch schon mal schön. Interessanter wird es aber, glaube ich, nicht für die, sondern für den da, sondern für den da. Ja, da brauche ich nämlich jetzt dann auch noch 2 statt 3. Billiger. Und da wollen wir auf die Rezepte hinarbeiten. Dann sind wir auch glücklich. Gut, das heißt, wir haben den Circuit Assembler haben wir fertig. Der quatscht dann wieder zu viel und macht nichts. Steuerung. So, aber ich bin noch meiner Meinung nach gut in der Zeit. Nach meiner Definition. So, okay. Also, das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Pumpe. Davon brauche ich 4. Ich brauche nochmal 2 Circuits. Du kommst dahin. Die 4 Pumpen. Gehst mal da rein. Ich brauche nochmal eine Pumpe. Einen davon. Danke. Klack, 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 klack. Und 2 Kabel. Was habe ich falsch gemacht? Oh, ich brauche hier keine Kabel. Ich brauche hier das da. Ah, dann haben wir schon mal die Pumpe. Dann ist die auch schon Geschichte. Den darf ich nicht wegmachen. Das wird jetzt ein größeres Problem, ist es nicht. Ich brauche auf jeden Fall Steel Gears. Davon machen wir mal. Komm, davon machen wir gleich 16. Ich muss noch 2, 4. Da machen wir 16. Komm. Das heißt, du gehst da rein. Ich glaube, ich habe jetzt die falschen da reingeschmissen. Ist egal. Habe ich jetzt da 16 reingeschmissen oder nur 10? Hey, 16. Passt schon. Komme ich auf 16? Ja, doch, das sind ja 4. Weg. Heute ist nicht Mathe deins, ne? Vor allem 4. Nein, das sind 5. Ja. So, die Gears habe ich auf jeden Fall schon mal. Die Platten habe ich auch. So, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal einen Motor. Nein, auch 2 Motoren. Dann hauen wir dich rein.
Gott sei Dank kommt noch ein bisschen Kabel, aber es geht, das wird, na doch, könnte aufgehen. So, das heißt, ich brauche jetzt hier einen. Hier einen. Die waren hier. Der war hier. Und du war hier. Quest complete. So. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Wenn ich das so mache. Aber ich möchte, dass der leer wird. Methangas wird hier verschwinden. Dafür kommt jetzt der Combustion Generator rein. Das heißt, ich habe jetzt die Pumpe fertig. Fluids to Power. Genau. Dafür kriege ich nämlich die hier. Da kommst du nämlich jetzt dahin. Ich habe Diesel. Das ist super, weil den Diesel will ich verwenden. Weil Diesel können wir jetzt demnächst selber herstellen. Der müsste auf jeden Fall auch genügend Power machen, um den hier anzutreiben. Müssen wir nur hoffen, dass er komplett leer wird für die Batterien. Ich baue aber schon mal alles so weit vor, dass ich schon mal zwei habe. Weil dann habe ich auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, dass ich das halt besser managen kann. Aber keine Angst. Ja, das war mir jetzt klar. Ich habe das Loch noch gesehen, aber zu spät reagiert. So. Genau. Du kommst dahin. Dann haben wir hier ein bisschen was weg. Und das da kann ich auch schon mal wegmachen. Wieder. Wenn er nicht leer wird, dann wird er anders leer. Genau. So, dann Combustion Generator nehmen. Das da. Deine Öffnung zeigt in die Richtung. Und dann tun wir hier mal die Dieselzellen rein. Ja, und das ist schon mal eine ganz andere Geschwindigkeit als Methan und das ganze andere Zeug verduftet. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal weiter. Und dann haben wir noch eine Gasturbine. Das heißt, ich könnte jetzt dann sogar hingehen und sagen, okay, wir bauen jetzt dann hier auch die ersten Maschinen. Das heißt, die da hinten könnten dann verschwinden. Und dann könnte ich die über die Gasturbine laufen lassen. Genau. Das wäre dann mal der Weg. Methan haben wir auch noch da. Achso, ja. Das wird hier drin sein. Davon bin ich dann doch noch ein bisschen weg. Weil das ist dann doch ein bisschen mehr Chemie. Oder werde ich dann wieder verzweifeln? Ich bin kein Chemiker. So, holen die nächsten 16 Kabel. Auch rein. Auch. Dann können die schon mal laufen. So, dann machen wir mal schnell noch den hier. Ah, Mist. Ich weiß, was ich vergessen habe zu machen. Bestimmt. Genau. So, Battery Alloy ist Anti-Money und Lead Dust.
viel zu wenig Blei, was ich da habe. Ich habe bestimmt nie weiterverarbeitet. Ja, wobei, das kann auch über die hier gehen. Ich glaube, das geht auch über den Alloy-Smelter, oder? Ja, 4-1. 8-2. Dann soll der mal laufen. Dann haben wir das. Ja, ich mache also Lithium, stelle ich her, aber ich habe halt keine Batterien hergestellt. Poly habe ich auch noch nicht. Also das, ja, ich krieg's ja billig. Billig nicht, aber kann es ja herstellen. So, das heißt, da die erste Charge durch. Jawohl, es sind sogar schon beide Chargen durch. Machen wir Platten draus. Ich brauche ein paar Batterien. Ich glaube, die Batterien werde ich mir von hinten klauen. Weil da kann ich dann jetzt mit Diesel arbeiten. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß. Nein, ich werde es, glaube ich, erstmal hier machen. Und dann später unten aufbauen. Weil, wie gesagt, ich will es ja wirklich immer so haben. Ich habe immer ein Segment. Da wird genau das hergestellt, was wir brauchen. Ja, und wenn wir jetzt dann Polyethylen haben, dann wird wieder das Leben einfacher, weil dann kommen Supertanks, dann kommen die ersten Pipes, dann kann man schon mal mit dieser Automation mehr anfangen. So, noch eine Platte bitte, dann habe ich meine vier Batterien, die wo ich brauche. Gibst du her, danke. So, dann gehen wir hier rein, dann brauche ich die Batterien, die waren hier. Hätte ich sowieso rausnehmen müssen. Gut, du kommst dahin, du kommst halt dahin. Dann habe ich meine vier Batterien, die kommen hier hin. So, und dann brauchen wir noch einen Low Voltage Battery Buffer, einen vierfachen. Und der erste Super Tank wird dann, glaube ich, draußen wohnen. Wenn wir unser Poly haben. So, 1, 2, 3, 4 und rein. Gut. Das heißt jetzt, wir werden einen zu früh eingebogen. Wir gehen hier hin, ich nehme dich mit. Kann ich irgendwas? Ja, ich kann die Batterien erstmal dann nach oben verfrachten. Ich nehme dich mit. Und von dir nehme ich die mit. Und das, was ich an Stonebricks da habe, halt. Doch, war der richtige. Dann nimm es auch mit und lass mich wieder da. Danke. Ich wollte. So, nach oben bauen tun wir uns mit Dirt eventuell. Ja. Müssen wir die Plattform haben. Leiter muss ich dann demnächst auch noch mitnehmen. Weil sonst muss ich die ganze Zeit immer mit Dreierblöcken hochhüpfen. Oh, ich hoffe, dass ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, dass da hinten eine Quelle war. So, GT Underground Fluids. Das wäre auch noch cool, wenn man oberirdische Fluids sieht, wenn er das auch sich merken lädt, wie das Erz. Ja, man kann nicht alles haben.
Ich brauche Steuerung B. Ja, man kann es ja mal anregen. Genau, dann haben wir hier jetzt nämlich on, 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 on. Ich habe sie schon alle an. Mach sie halt mal aus. Dahin ist auf jeden Fall eine große. Da hinten ist eine kleine. Ich hätte gesagt, wir fangen mit der kleinen an. Wir arbeiten uns dann sozusagen round around um das Öl ab. Ich hoffe, dass ich mir auch noch aufschreibe, wie viel das ich dann da rauskriege ungefähr. Und wisst ihr, was total lustig ist? Wir laufen gleich nochmal zurück. Weil es seit neuesten Pumpen so funktionieren, wie es ich mir gerade vorstelle. Ich schaue sie an und dann pumpen sie. Nein. Ohne Gestänge geht da gar nichts. Für die muss ich gerade fragen, was ich vergessen habe. Aber so habe ich mir das eigentlich so vorgestellt. So 45 Minuten habe ich jetzt gebraucht, um alles soweit fertig zu kriegen, was ich gebraucht habe. Und jetzt kommt noch sozusagen der Bonus dazu. Weil jetzt kommt noch. Das nicht auch hier? Genau, da sind sie. Jetzt kommt noch der Bonus dazu, dass wir noch den Ölturm bauen. Und dass wir unser erstes Öl fördern. Ist doch super. Finde ich auch. So. Ach, die Small ist gleich hier. Bin viel zu weit gewesen. Okay. Also. Dann hätte ich gesagt. Da kommst jetzt du hin. Boah. Heißt das jetzt 1, 2. Dann haben wir schon mal das. So, dann komme ich jetzt dann hier hoch. Dann machen wir dich mal schon mal eine komplette Größe größer. So, genau. Denn, also wie gesagt, du kommst daher. Die Pumpe kommt daher. Da kommt irgendwann noch ein Tank drauf. Den habe ich noch nicht. Den tue ich jetzt einfach mal mit dem Adblock simulieren. Aber auch gleich einen Schutz drauf. Falls es aber mal gleich losschüttet. So, aber. Und jetzt kommt nochmal ein Ring rum. Und ich brauche keinen doppelten Boden diesmal. Habe ich, glaube ich, immer gemacht, dass ich einen doppelten Boden hin habe. Warum auch immer. Freue nicht. Glaube, ich bin hier bei den Ölbienen. So, dann hätte ich gesagt, kommt hier einmal eine Runde rum. Da komme ich dann irgendwann rauf. Dann sind wir jetzt insgesamt auf 3.
Na, kommt jetzt dann auf die Ebene. Noch das Dach. Und das Schöne ist, dadurch, dass das alles geschisselte Blöcke sind, mache ich vielleicht bei der Pumpe ein Licht hin, damit es nicht so extrem finster ist. Aber sonst brauche ich keine Pumpe, kein Licht aufstellen. Gott. Komm, mach mal so. Haben wir genügend Licht. Genau. Nicht, dass wir Regen auslösen. Schlafen. Ich glaube, in den nächsten Versionen ist es, oder auf jeden Fall in neueren Versionen, glaube ich, habe ich jetzt schon gesehen, dass es dann auch trotzdem regnen kann, wenn man geschlafen hat. Das ist dann doch viel gefährlicher. So, das haben wir jetzt auch. Dann kommt jetzt auf jeden Fall hier die Mining Pipe rein. Und in die Abteilung kommt jetzt dann die Batterie rein. Und wir sehen die Pumpe arbeiten. So, und die Fackeln, die fallen mir da nicht. Dann kommen sie hier hin. So, was wir auf jeden Fall machen, jetzt kommt hier hin. Muss ich mal schnell bei meinen Waypoints nachgucken. Sehr wichtige Waypoints, genau. A minus. All. Ne, wir schreiben es mal auf Deutsch. Haben wir hier unsere Ölpumpe. Wie gesagt, von oben kann nichts passieren. Und hier muss ich halt noch eine Leiter dann mal hin basteln. Genau. So. Ich habe jetzt doch noch ein paar Zellen, ne? So, dann haben wir schon mal die erste mit Öl. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, oder Moment, das kann man glaube ich rausfinden. War das jetzt 2? Ja. Ne, das steht hier leider nicht. Aber ich glaube, die hat nur eine 32er. Keine 64. Oder könnten 64. Naja, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Werde ich rauskriegen. kurz oder lang. So, jetzt muss ich nur schnell schauen. Und zwar, ich muss in mein E rein. Ich muss hier rein. Bin hier nämlich gerade so schön in diesem Bereich hier. Und wir machen hier mal gleich ein Dreierfeld, weil das, die könnte ja auch größer sein. Die könnte ja auch in die anderen Chunks noch rüber schwappen. Und dann baut mir die Pumpe, die nicht ab, weil sie nicht geladen hat. So, zack. Genau. So. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal. Dann haben wir unser erstes Öl. Das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal uns dann eventuell, oder nein, wir werden uns nicht eventuell, wir werden uns definitiv um die Ölverarbeitung kümmern müssen, denn wir wollen ja auch Diesel haben. Das heißt, ich muss mal schauen, ob ich genügend Ölsand habe. Wenn nicht, muss ich welchen holen. Und wir müssen auf jeden Fall uns dann langsam aber sicher um die Bereiche für das Polyethylen kümmern. Genau. Das machen wir aber, wie gesagt, beim nächsten Mal, denn für diese Folge ist wieder die Zeit vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.